Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Full House, nee, Full House, eine Doppelhaus Challenge. Ich sollte nicht beide Challenges zusammen aufnehmen, das endet nicht gut. So, ich gönne mir erstmal einen Schluck. Geil. Musste mal wieder sein. Ja, meine Familie steht hier so, als ob die Alte mit dazu gehört, aber das tut sie eigentlich gar nicht. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ja, wir hatten das ja so umgebaut und irgendwie gefällt mir das nicht. Das heißt, ich werde das jetzt offscreen einfach nochmal, ja, ändern. So gefällt mir das gleich schon viel besser. Also irgendwie ist die Aufteilung jetzt schöner, finde ich. Ich habe jetzt hier den Eingangsbereich. Ich habe das jetzt sogar mal extra abgegrenzt, ne? Also dann hat man hier nochmal Zugang zur Toilette. Ich habe dann die Katzensachen hierhin getan. Die Küche habe ich jetzt mal großräumig hierhin gebaut. Ich habe jetzt hier die Schränke zum Beispiel von dort schon verkauft gehabt, damit ich mir noch ein paar von denen hier kaufen kann. Und ja. Ansonsten habe ich hier die Treppe jetzt noch verändert. Ich habe die jetzt einfach umgekehrt. Also die geht ja eigentlich so runter, ursprünglich. Aber ich habe das jetzt geändert, damit wir hier die Küche hinbauen können. Ja, Lewis kann das ja natürlich auch machen, ne? Also innen drin dürfen wir ändern, was wir wollen. Ich fand das aber erstmal gut so und deswegen geht es halt jetzt hier runter in den Keller. Und hier habe ich jetzt wieder meinen Fernsehbereich eingerichtet. Hier habe ich jetzt den Essbereich hingepackt. Ich fand, der passte ja auch echt gut hin. Ja, und ansonsten, ja, der Rest ist eigentlich so geblieben. Ich habe jetzt hier ganz kurz nochmal die Bilder ausgetauscht, weil ich das schön oder besser finde, wenn das hier halt so gestapelt ist. Aber hey. So, ich würde sagen, wir starten. Und zwar damit, dass du vielleicht was zu essen machst. Oder haben wir noch was? Es ist jetzt die Frage. Es ist bestimmt verdorben. Ja. Oder wir können uns hier noch was nehmen. Dann nimmst du dir da mein Gericht. So, Eier. Die Hähnchenpfanne. Okay, ich würde das jetzt alles einfach mal hier hinbringen. Und dann nehmen die sich einfach neue Sachen. Wobei sie hat auch gar keinen Hunger, dann ist das egal. Das ist mit ihm, er hat ein bisschen Hunger. Das heißt, er wird sich jetzt hier auch einfach so eins nehmen. Und zwar nimmt er sich jetzt mal Pfannkuchen. Und Aya ist so vorbildlich und räumt hier erstmal auf. Ach so, bevor ich es vergesse, wir müssen hier noch alles abschließen. Tür abschließen für jeden. Tür abschließen für jeden. Und auch diese Tür abschließen für jeden. So, damit wir da auch bloß nicht. Ja. So, ich mache die Lichter übrigens immer an, um dann die Fotos zu machen für den Vergleich. Ja. Als Haustür festlegen. Wir gucken mal, wo ist die Alte jetzt hin? Die steht jetzt da rum und weiß nicht, was sie tun soll. Das ist sehr schön. So, wir öffnen das halt nochmal. Wir können ja nebenbei keine Frösche züchten, gut zu wissen. Ich glaube, wir müssen dann den Garten auf jeden Fall mal gießen. So, arbeiten oder so müssen wir nicht. Die Kinder haben auch frei, es ist ja Sonntag. So, du machst bitte mehr aufräumen. So, verdorbenes Essen aussortieren. Oh, unsere Katze, die wird bestimmt auch nicht mehr lange machen. Immerhin haben wir ja hier schon einen Grabstein von Livos, seinem Hund. Das heißt, ich glaube, die Katze wird auch nicht sehr alt. Was macht er jetzt? Pfannkuchen essen und Mira streicheln. Das ist eine echt gute Sache. Ey, du musst abnehmen, mein Freund. Manieren. Liebe spüren. Streicheln. Küssen. Also wenn Mira von uns gegangen ist, dann holen wir uns neue Tiere. Mit Laserpointer spielen. Macht sie jetzt? Mit Puppen spielen. Ey, das gibt's ja nicht. Jetzt gehen wir hier runter. Und dann darfst du, dann nimm dir halt diese Asia-Pfanne. Das ist jetzt auch okay. So, mal gucken, ob wir dieses Mal echt gut hinkommen mit der Zeit oder ob wir wieder so mega überziehen. So, wie sieht's mit deinen Hausaufgaben aus? Hast du noch gar nicht.
So. Wir können ihr ja ein neues mittlerweile mal geben, ne? Ich bin für das Kreativität-Teil. So, immerhin kriegt sie dadurch ja Fettpunkte und dann können wir das dann halt nutzen. Das heißt, wir lassen sie jetzt mal duschen, nachdenklich. Und da muss sie zwei Bilder zeichnen, wenn sie inspiriert ist. Das schadet ja der Kreativität nicht. Zeichnen Leute. Ja, soll sie mal Leute malen. So, was ist mit ihm? Er ist inspiriert. Er bringt sogar seine Sachen weg. Das oder auch nicht ganz. Dann streicheln wir mal unsere Katze, umarmen sie, geben ihr ein Leckerchen. Du musst noch mit einer Spielsache spielen, das kriegen wir auch hin. Sie ist jetzt friedlich freundlich, hätte ich jetzt beinahe gesagt. So, dann darfst du aber mal bewässern und alles ernten. So, wir müssen ja ein bisschen Geld noch ansparen für die Megamiete. Zum Glück nicht teuer ist oder so. Okay, das hat er schon mal getan. Dann geh doch mal hier hin und spiele mit. Hä? Alles klar. Alles klar. Es ist Flohmarkt. Super. 5 Stunden Instrument spielen. Okay. Dann spielst du doch nicht damit, sondern gehst nachdenklich duschen. Und spielst 5 Stunden an der schönen Geige. Ich möchte nämlich, dass unser Danik Geige lernt. Und sie ist mehr so das fitte Mädchen. Wir haben ja im Keller extra diesen Fitnessbereich für sie ja schon eingerichtet, ne? Einen ganzen Fitnessraum, nur für Aya. Das passt schon. So, sie könnte da bestimmt auch mal hingehen. Der Geburtstag von Aya naht auch schon. Jetzt geht's aber los hier, ey. Nein, ich möchte nicht auf dem Flohmarkt feilschen. Wir werden erstmal uns hier kümmern. Um den Garten. So, ich glaube, es schadet halt echt nicht, wenn wir auch ein bisschen uns körperlich aktivieren. Aber erstmal müssen wir noch programmieren. Und zwar, wir programmieren einfach einen ganzen Virus. Warum auch nicht, ne? Videospiel oder App programmieren. Ja, da müssen wir nämlich als nächstes hin. Deswegen machen wir das mal so. Oh wow. Ha. Klingt zum Glück nicht schlecht oder so. Nein, gar nicht. Immerhin hat er jetzt ein schön großes Zimmer hier. So ähnlich groß wie Ayas. Ja, die Mama braucht ja halt nicht ein eigenes fettes Zimmer, ne? So, das ist nämlich der Vorteil, wenn wir hier auf beiden Seiten die Blumen haben. Ich denke mal, das hat Libus auch gesehen, dass wir schön Geld kriegen, wenn wir die ganzen Sachen jetzt gleich verkaufen. So, wir züchten mal einen Frosch. Ach, da ist unser Kätzchen, wie süß. Oder was heißt Kätzchen? Es ist ja schon eine Oma-Katze oder so. So, nebenbei mal hier. Nee, stopp, nee, stopp. So, dann darfst du jetzt Formen zeichnen. Du bist ja noch ein bisschen inspiriert, ne? 3 Stunden, ja, perfekt. So, er übt an der Geige. Wir müssen irgendwie mal gucken, dass der Sport macht. Ich finde es schade, dass Kinder irgendwie nicht so Sport machen oder dass, wenn die den ganzen Tag auf Klettergerüst spielen, die ganze Woche, dass die dann davon nicht richtig abnehmen. Ich meine, sehr viel sportlicher sieht Aya jetzt auch nicht aus, ne? Ich bin mal gespannt, wie sie als Teenager aussieht. Wann hat sie Geburtstag? Emotionale Kontrolle ist schon mal ziemlich scheiße. Verantwortung ist schon mal gut. 2 Tage bis zur Alterung. Manieren, Konfliktlösung. Die Geige, ne? Meine Herren. Also. Oh, die Katze jagt ihren Schwanz. Genau machen wir Simstagram-Tier, wenn die einfach normal steht, ne? Macht sie das nicht nebenbei? Doch, macht sie. Oh, ist das süß. Die guckt voll zufrieden von vorne. So, wir machen noch ganz viele Fotos davon. Unsere erste liebe Katze. Oh, Mira hat jetzt ganz viele Simstagram-Follower.
Damit kann man auch nett Geld verdienen. So, 1068, ist ja schon mal nicht schlecht. Wobei, was ich nicht schlecht finde, Foto machen von... Hier, mach mal von deinem Sohn ein Foto. Bitte sag mir, dass sie da jetzt hingeht und das nicht von dort aus macht. Ich verarschen, Alte. Dann mach halt mit dem Handy ein Foto. Ist mir auch egal. Irgendwie geht das ja hier bestimmt. Foto machen. Ja, genau, von der Spielzeugkiste. So. Wir machen gleich mehrere. Find's ja nicht schlecht, wenn sie von ihren Kindern auch Fotos macht. Die Kinder können ja Sit-Ups und sowas machen, ne? Ist ja geil. Training. Weißt du was? Mach das mal hier. Training. Dehnen. Training Liegestützen. Training Sit-Ups. Ist nur die Frage, wo wir die Bilder jetzt hinhängen von den Kindern, ne? So, und du gehst am besten jetzt auch mal hier hin. Oh, ich habe eine Idee. Wir packen das ins Schlafzimmer von der Mutter. Dann machen wir hier noch die Fotowand. Genau, geh mal hier hin. Oder machst du mal ein Foto von deinem Kind? Wie das voll enthusiastisch Sport macht. Ja, okay, jetzt sieht man natürlich nicht, wie sie Sport macht, ne? Egal, wir machen trotzdem 5 Fotos und verkaufen die dann, weil das gibt Geld. So machen. So, da sieht man nämlich, dass sie die Sportliche ist. Und dass Danik der Kreative wird. Wobei sie jetzt ja auch in den Kreativmodus verfällt, ne? Aber trotzdem. So, wir hätten Fotos von dem machen sollen, wo die auch noch Kleinkinder waren. Fällt mir so auf. Aber egal. Ja, was machen wir jetzt mal Schönes mit ihr? Das ist auch eine gute Frage. Ach so, sie müsste ja mal den Virus. Den Virus. Aber weiter programmieren, doch, das geht. Wobei, wir können ja mal die ganzen Sachen hier hacken. Nein, hacken. Wir wollen Geld erhacken. Programmieren, hacken, Landgrab Systems. Wir nehmen mit, was wir kriegen können hier finanziell. Also wir hacken ja erst Arbeitsleistung hacken. Oh. Ich war gespannt. Training Sit-Ups. Training Liegestützen, Training Sit-Ups. Training Liegestützen, Training Sit-Ups, Training Liegestützen. Das klappt echt gut, ne? So, der spielt einfach den ganzen Tag jetzt Geige hier. Alle 5 Bildtypen auf diesem Tisch da zeichnen. Okay, du gehst nochmal kreativ duschen. Ne, nachdenklich duschen. Und spielst dann weiter Geige. So, und wir achten jetzt darauf, dass sie hier ihr ganzes Sportprogramm macht. Vielleicht wird das Kind dadurch ja fitter. Ich meine, mir würde es jetzt nicht in den Sinn kommen, einfach mal eben so Liegestützen zu machen. Das machen die Sims ja auch mal so, wenn die energiegeladen sind, ne? Das finde ich ja geil. Vielleicht sollte Danik das einfach auch täglich machen, so 2 Stunden Liegestütze und alles. Vielleicht ist das gut für seine Figur. Oh, die arme Katze. Streicheln. Umarmen. Humpel werden.
So, Danik ist schon Level 7 in der Kreativität. So. Wie ist denn hier seine emotionale Kontrolle? Hat er auch nicht so drauf. Aber ich bin froh, wenn er dann richtig Geige spielen kann irgendwann, ne? Also sie macht hier noch fleißig Sport, das ist schön. Die Katze war ordentlich ein Abseilen und wir gehen da jetzt hin, um die Katze zu streicheln und alles. So, intellektuelle Diskussion. Das, was man mit einer Katze halt so macht, ne? So, dann darfst du Abendessen servieren. Und zwar servieren wir mal Chili. Und ich hoffe, dass das nicht mehr verbuggt ist mit dieser Küche, dass die jetzt hier noch kochen kann. So, was macht sie danach? Danach kann sie mal duschen gehen und alles, also die Toilette verwenden. Wobei, sie kann sich ja ein Schaumbad nehmen. Nachdem man so fleißig Sport gemacht hat, darf man sich ein Schaumbad gönnen. Ich mag das, wenn das auch so kindgerecht alles aussieht. Oh Gott, ey. Also wenn er schon den ganzen Tag spielt, dann kann es am Ende des Tages auch schon mal besser klingen eigentlich. Oh je. Wie lange bist du noch inspiriert? 2 Stunden. Okay, dann zeichne mal ein Tier. Ja, sie ist schon dabei. Ich glaube, das dauert mit der Mama noch ein bisschen, bis die mal Essen macht. Aber wir haben ja noch was. Öffnen. Wobei, damit sich hier, ich glaube, Manieren, ne? Ungezwungene Location. Rot. Und dann darfst du dir nochmal hier ein Gericht nehmen. Und was machst du dann? Das ist eine gute Frage, ne? Also, Kreativität müsste sie jetzt mal hier leveln. Mit 3 Spielsachen spielen. So. Danach darf sie mit Mumphy Monster spielen. Bin ich sehr für. Nein, der kommt jetzt nicht vorbei zum Abhängen. Wobei, wir können ja mal die Familiendings einberufen. Versammlung starten. Ich finde geil, dass wir mit dem hier zusammen sind. Das ist alles voll. Wir haben ein Kind mit dem. Wir haben schon so und so viele Bettgeschichten mit dem. Aber wir mögen ihn fast nicht. Also, liebende Nachbar, bester Freund. Wo bleiben die Papas? Da sind sie. Ja, geht erstmal hier rein. Jetzt chillt er erstmal. So, dann darfst du noch mal Leute zeichnen. Ich glaube, das hast du noch nicht. So, sie hackt hier noch fleißig. Sie deckt hier den Tisch, das gibt Manieren. Ist ja auch nicht schlecht, ne, wenn sie hier noch Manieren bekommt. Ist natürlich immer praktisch, wenn das hier alles hochgeht. Körperlich begabt. Kleiner Frechdachs. Okay. Eigentlich erstrebenswert, sich so ein Kind da zurechtzumachen, was hier alles kann, ne? Aber ich finde toll, dass die dann hier so an gedecktem Tisch ist oder auch nicht. Okay, die Papas sitzen im Wohnzimmer, gucken Fernsehen. In der Familienversammlung ist kein Problem. Ist sie jetzt beim Spielen? Leute, sie sieht voll glücklich dabei aus. Moment. Also ich habe mein Spielzeug, ich habe mein Essen. Das passt doch. Ach nee, warte, ich packe das mal besser zurück. Alte. Jetzt ist das Gericht hier. Boah, meine Herren. So, er hat das gezeichnet. So, du. Warum haben wir das Töpfchen da eigentlich hingestellt?
Irgendwie war ich noch irgendwie kurz der Meinung, dass Danik ja noch gar kein Kind ist, sondern noch ein Kleinkind. So, die Katze eskaliert und wir gönnen uns so eine Pfanne. Die ist hier so richtig fleißig und vorbildlich am Tisch. Oh, danach machst du aber auf jeden Fall Hausaufgaben. Oh, wie lange brauchst du denn da, ey, meine Herren? So, sie ist jetzt erstmal friedlich fleißig. Ja. Dann darfst du spielen mit Joaquin. Mal ein bisschen mit dem Papa Schach spielen, kann ja nicht schaden. Um Tipp-Tipps bitten. Neues Spielzeug betteln ist auch geil. Über Süßigkeiten schwärmen. Über Schule reden. Da können wir auch die Kommunikation gleich ein bisschen antreiben, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Oder verkehrt. Ich glaube, nebenbei kannst du sogar reden, ne? Über die Gruppe reden. Über Lieblingstier reden. Er ist immerhin dein Vater, ja? Oh, sie haben sich umarmt. Wir haben 113 Simoleons ergaunert. Oh, Katze, entspann dich doch mal. Meine Herren, ey, die eskaliert da. So, endlich gehen wir dann mal in die Küche zum Kochen. So, ich muss mir noch mal ein Getränk gönnen. Ja, der Erfolg der Gruppe ist einzig und allein mir zu verdanken. Ich weiß, ich bin so toll. Die eskaliert. Wow. Seit wann kann die sowas? Heilige Scheiße. Findest du das nicht ein bisschen gefährlich, ey? Holy shit, ey. Die gönnt sich richtig, ey. Nein. Ich verstehe es nicht. Warum geht das nicht? Von dort aus geht das auch nicht. Von dort aus? Kannst du es dir aus der Luft greifen? Ja, kannst du. Okay, wir stellen es dann einfach immer in die Luft und dann geht das. Warte, macht sie jetzt auch gekonnte Sachen mit dem Topf? Habe ich was verpasst? Also ich kann das nicht. Also in echt jetzt. Ja, ich muss mir das gerade mal gönnen, was die hier treibt, ne? Gott, ey. Warum macht der hier unten Hausaufgaben? Also ich gehe für Hausaufgaben machen immer in den Trainingsraum, weil ich finde das sinnvoll. Ach, nur ich kann das Monster einsprühen, ey. Okay, dann. Warte, warte, der Papa kann ich ins Bett bringen. So, wenn wir schon mal dabei sind. So. Bitten, das Monster unterm Bett einzusprühen. Macht er das jetzt? Nein, er gönnt sich erstmal was zu essen. Hallo, du hast gerade gegessen. Na, ja, dann geh halt so ins Bett. Aber frag vorher deinen Papa, ob er dich ins Bett bringen kann. Vielleicht geht das ja immerhin. Weil ihr wollt zwar alle essen, aber hey. Ja, das macht er schon mal. Das ist gut. So, ich werde die Katze jetzt mal bespaßen. Wir können die Katze noch schwängern. Ey, mach die Katze schwanger. Mach die Katze schwanger. Streicheln. Oh, wir müssen das mal nachfüllen. Dann mal auf Toilette gehen. Wäre mal so eine Idee, ne? Wir können unseren Garten aufbessern, aber das machen wir vielleicht wann anders.
Und dann packen wir das mal weg. So. Und wenn dann Danik ins Bett gebracht wurde, wir können ja mal schnell das Monster unterm Bett einsprühen. Sofern der Papa noch nicht da ist. Sehr schön. Sprüh das Monster ein. Was machst du da? Oh, warte mal. Der ist ja gar nicht in der Familiengruppe. Warte, das ändern wir. Wo ist Danik? Da ist Danik. So. Glückwunsch. Danik ist denn in der Familiengruppe. Perfekt. So. Was können wir denn noch mal Cooles hinzufügen, was man dann besser kann, wenn diese Versammlung ist? Hausaufgaben machen. Ist auch geil. Kreativitätsboost. Hausaufgabenboost. Und Mentalboost. Das brauchen ja beide eh noch. So, und dann machen wir nämlich immer diese Gruppenversammlungen und dann, wenn die dann ihre Fähigkeiten aufbauen. Alter, gehst du jetzt mal ins Bett, bitte? Ich verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, was der da macht. Okay. Zum Glück haben wir das ja nie gebraucht hier. So, kannst du jetzt bitte ins Bett gehen? Ich werde dir echt verbunden. Würde mich verarschen, ey. Ich stehe hier hinten, aber das Bett steht im Weg. Oh nein! Ich kotz ab, ne? Kannst du da jetzt weggehen? Kann doch nicht sein, ey. Also. Aber willst du mich verarschen? Komm, ich verkauf's. Ich kaufe ein ganz neues Bett. Dann kannst du auch nicht mehr im Weg stehen. Ach, wir nehmen doch das hier für die junge Dame, oder? Aber das ist ein richtig teures Bett. Da wird die doch bestimmt gut drin schlafen können. So, damit jetzt auch hier nichts im Weg steht. Ach ja, wenn wir diese große Tierschlafstation bekommen. Und ich wollte das Töpfchen hier noch verkaufen. Und die Toilette da hinstellen. So. Das Sheetfenster mal wegmachen. So. Beanspruchen. Schlafen. Bitte sag mir, dass du da jetzt weggehen kannst. Ich habe das Bett verkauft. Was ist denn passiert? Warum kann er da jetzt nicht weggehen? Ich verstehe das nicht. Ja, dann. Wisst ihr was? Ich werde diesen Part jetzt hier nach 28 Minuten und 30 Sekunden beenden, das Spiel neu starten und dann hoffen, dass es funktioniert. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.